Narretei ist wieder frei und sie soll sein beim Feiern. Doch Politik muss nüchtern sein, nicht so wie heute, nur närrisch eiern. Jo. Bildungspolitik ist wichtig, heißt es heuer. Morgen ist Bildung für alle viel zu teuer. Schwarz-Gelb fördert Kinder aus reichem Haus. Für 3 Millionen arme Kinder bleibt die Hilfe aus. Einen kostenlosen Krippenplatz für alle fordern SPD und CDU in jeder Wahlkampfhalle. Doch bringt die Linke solchen Antrag ein, lässt man den fallen wie einen Stein. Den Rentenbeginn mit 67 Jahren verkünden. Dabei kann keiner mit 50 eine Arbeit finden. Auch unsere Jugend trifft es hart, denn an der Bildung wird sehr gespart. Vermögen verpflichtet, das war einmal. Jetzt heißt es, Gewinn braucht das Kapital. Die Arbeitszeit verlängern statt verkürzen, heißt noch mehr in Arbeitslosigkeit zu stürzen. Doch der Profit fürs große Kapital, der steigt noch weiter, allemal. Es hat sich lauthals arm gebarmt. Die Folge ist, das Volk verarmt. Schwarz-Gelb fördert Hotels und Erbe, haut weiter in die Steuersenkungskerbe. Ich will mich hier an alle wenden, denn dieser Teufelskreis muss enden. Danke. Wo sind denn die Arbeitsplätze, die er uns verspricht? Ihr seid unfähig, dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze da sind. Und ich gehe noch weiter. Vollbeschäftigung ist möglich, wenn man es nur will. Die 30-Stunden-Woche, wir haben in den 80er Jahren für die 35-Stunden-Woche geworben. Ich selbst als Gewerkschafter noch. Und was soll ich euch sagen? Wir sind inzwischen wieder bei einer 40- und bei einer 48-Stunden-Woche. Und die Menschen trauen sich nicht zu wehren. Nein, sie arbeiten sogar Überstunden, ohne Geld dafür zu bekommen. Die Belohnung ist, dass sie ihren Arbeitsplatz behalten. Und wenn sie nicht mitspielen, da draußen stehen ja 150 andere. Sagt mal, wollen wir uns das eigentlich noch weiter gefallen lassen? Nein. Die Entwürdigung der Menschen hier in unserem Land, das kann doch nicht wahr sein. Wir Arbeitende und Arbeitslose müssen uns zusammenschließen. Die Arbeitenden werden krank, weil es immer generell zu wenig sind, die ausgenutzt werden bis zum Letzten. Und die, die keine Arbeit haben und Arbeit gehen wollen, die werden psychisch krank, weil sie keine Arbeit bekommen. Und ich werde euch dazu eine klare Zahl sagen. In Marzahn und Hellersdorf wartet ihr 1,5 Jahre darauf, dass ihr mal beim Psychologen einen Termin bekommt. Und vorher habt ihr euch vor der U-Bahn geschmissen. Also hört auf! Ihr da im Parlament, wo ihr ab 3.000 bis 25.000 Euro verdient, über uns, über 5 oder 11 Euro zu entscheiden, das ist voll daneben, denn ihr wisst gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wie die Realität ist. Wir müssen euch alle mal in Hartz IV stecken, ein Jahr lang, und dann sprechen wir uns wieder. Die Faschingszeit ist wieder da. Mit Verkleidung und mit Narretei. Doch Aschermittwoch geht vorbei. Nicht so in unserem Parlament, wo Narretei kein Ende kennt. Mit Atomkonsens, da steigt man aus. Für unsere Enkel wird's ein Graus. Hartz IV exakt berechnen hieß die Pflicht. Nur Frau von der Leyen stört das nicht. Mit Rechentricks glänzte ihr Thron. 5 Euro mehr. Es ist ein Hohn. Jawohl. Jo. Die Kinderarmut hierzulande. Für unser Land die größte Schande. Gutscheine sollen das Unheil stoppen. Nur Deppen kann man damit foppen. Die Kopfpauschale von Röslers Gnaden. Fürs Volk ein riesengroßer Schaden. Nur die Privaten sind weg und hin. So festigt man die Klassenmedizin. Mindestlohn will man gar nicht haben. Weil Konzerne sich an Dumpinglöhnen laben. Doch wie soll Mittelstand bestehen, wenn Arbeitnehmer betteln gehen?
für Banken. Wahnsinn, Schutzschirmgeld, was für die Menschen ständig fehlt. Da kann man mit Milliarden prahlen. Der Bürger soll die Zeche zahlen. Zu Gutenberg, geradlinig, offen. Berufsarmee lässt Sieg erhoffen. Doch Träumerei von großen Siegen führt nur zu mehr und schlimmeren Kriegen. Sozialabbau, Stuttgart 21, BBI, so löst man doch Probleme nie. Seit Politik so abgehoben, werden die Menschen abgeschoben. Drum rufe ich, setzt euch zur Wehr. Bei Wahlen, Demos und noch mehr wird weiter närrisch nur regiert. Bleiben wir alle angeschmiert. Danke.